Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir wieder mal ein festes Thema. Und das Thema heißt, in unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrer Beziehung seltsame Rituale pflegen. Oder die in ihrer Partnerschaft etwas ausleben, was sonst niemand weiß. Oder die gemeinschaftlich etwas getan haben, was streng geheim ist. Also, in unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Gibt es in eurer Partnerschaft, die ihr gerade führt, ein Geheimnis, das sonst niemand weiß? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Geheimnis, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Daniel. Daniel ist 28. Hallo Daniel. Hallo. Hallo. Du bist in einer Beziehung. Ja, ich bin verheiratet. Ja, wie lange schon? Jetzt 3 Jahre. 3 Jahre. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Du klingst so weit weg. So, jetzt besser? Besser. 3 Jahre. Ja. Ja. Ja, voll, ja. Ja, voll das Problem. Und da gibt es ein Geheimnis. Ja, also das Geheimnis ist, dass meine Frau jetzt seit ungefähr 7 Monaten in der JVA ist. Oh. Und ja. Seit 7 Monaten im Gefängnis. Genau. Mhm. Und, ja. Und das ist ein Geheimnis, das weiß niemand? Ja, also in Familienkreisen wissen wir das schon. Mhm. Nur halt so außerhalb, so in den Bekanntschaften und Freundeskreisen weiß man das nicht. Nachbarschaft? Nachbarschaft sowieso nicht. Die auch nicht? Nein. Und ja. Was ist denn die offizielle Variante oder was ist die offizielle Darstellungsweise, wo die Frau ist? Ja, meistens sage ich dann, die ist irgendwo in der Ausbildung zu irgendwas. Ja. Oder macht eine Kur oder irgendwie sowas. Ja. Also mir fällt auch nichts mehr ein, was man irgendwelchen Leuten sagen kann, wo sie ist. Ich meine, 7 Monate ist natürlich schon schwierig, das zu erklären. 7 Monate ist keine in Kur, in 7 Monaten macht keine eine Ausbildung. Wie lange wird sie noch im Gefängnis bleiben müssen? Also sie hat eine Jugendstrafe von 1 Jahr bekommen. Mhm. Und zusätzlich bei der zweiten Gerichtsverhandlung waren dann nochmal 7 Monate Erwachsenenstrafe dazu. Wie alt ist sie denn? Sie ist jetzt 23. Und warum sitzt sie im Gefängnis? Ja, sie hat damals einen EC-Kartenbetrug begangen. Damals? Das heißt, das liegt schon eine Weile zurück? Ja, wie gesagt, das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre her. Ja. Und ich weiß zwar auch nicht so genau, warum. Weil ich habe damals immer so ein bisschen den Daumen aufs Geld gehalten, habe gesagt, naja, wir müssen mal ein bisschen was an der Seite legen, mal ein bisschen sparen. Und da konnte man halt nicht so kaufen, wie man will, ja, sag ich mal. Also das hat sie, um es nochmal klar zu machen, das hat sie gemacht schon während eurer Beziehung. Genau. Genau. Ja. Du hast davon nichts mitbekommen? Ja, im ersten, die erste Zeit nicht. Nur dann nachher, als dann die ersten Anzeigen kamen und als ich dann auch sogar befragt wurde, ob ich nicht irgendwas damit zu tun habe, dann habe ich dann weiter geforscht. Was heißt denn konkret, sie hat den EC-Kartenbetrug begangen? Was genau hat sie getan? Ja, sie hat dann irgendwann mal ausprobiert, mit ihrer Karte zu bezahlen. Mhm. Ja, das hat dann wohl geklappt. Man brauchte nur eine Unterschrift leisten und irgendwann mal nach 2, 3 Wochen oder wie auch immer wurde dann der Betrag vom Konto abgebucht und der war natürlich nicht gedeckt. Ach so. Das heißt, sie hat nicht irgendwie eine Karte gefälscht, sondern sie hat mit ihrer Karte bezahlt, obwohl das Konto blank war. Genau. Also, wie viel Geld ging es dann letztendlich? Also es waren insgesamt 114 Fälle. 114 Fälle? 114 Fälle, ja. Das waren, bei Gericht wurde gesagt, zwischen 5.000 und 8.000 Euro. Mhm. Und das waren alles mögliche, Klamotten, keine Ahnung, Spielzeuge für Kind und ich weiß nicht, alles mögliche. Habt ihr ein Kind? Wir haben ein Kind, das ist 4 Jahre alt, genau. Was sagst du dem Kind, wo die Mama ist? Ja, das ist das Schwierigste für mich, weil sie fragt natürlich auch, ne, wo ist die Mama und jetzt haben wir natürlich auch immer Besuch und so im Gefängnis. Mhm. Und jetzt sind wir so weit, dass sie auch Ausgang hatte 2-mal.
Ausgang heißt, sie darf dann nach Hause kommen? Nein, also ja, sie könnte schon, nur wir kommen jetzt hier aus Gütersloh und sie ist aber im Frauengefängnis in Köln. Ach so. Und das ist natürlich für uns auch so eine weite Strecke zu fahren. Und wenn sie Ausgang hat, das heißt dann, sie ist um 9 Uhr, kann sie rausgehen und muss um 3 Uhr wieder da sein. Und ja. Also morgen, 9 Uhr morgens und nachmittags um 3 Uhr wieder da. Genau, dann immer am Wochenende. Ja. Ja. Das heißt, sie kommt dann nicht zu euch nach Hause, ihr trefft euch hier in Köln irgendwo, oder? Genau. Wir fahren dann zum Gefängnis hin, holen sie da ab. Ja, und macht euch hier einen schönen Tag. Ja, versuchen so schön wie möglich das zu gestalten. Und die Kleine ist dann dabei? Sie ist dann dabei, ja, genau. Ja, und was sagst du ihr? Warum muss die Mama dann wieder da in das Haus rein? Ja, also wir sagen dann, sie muss arbeiten oder Schule oder... Wie soll man das einem vierjährigen Kind erklären? Ne? Gut, sie ist Gott sei Dank vielleicht erst 4, wo man das noch nicht so ganz genau erklären muss. Wenn sie jetzt 6, 7, 8 wäre, wäre es komplizierter. Ja, das glaube ich auch. Dann könnte es ja nicht irgendwie sowas. Jetzt habe ich gerade bei den ganzen Zahlen nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie lange genau exakt sie noch im Gefängnis bleiben muss. Also sie ist jetzt 7 Monate da, hat eine Jugendstrafe von 1 Jahr bekommen. Das heißt, sie müsste jetzt im Prinzip noch 5 Monate. Noch 5 Monate. Ja, aber wenn wir Glück haben, kommt sie im September raus. Ja. Und das andere Problem ist aber, dass sie dann bei der zweiten Gerichtsverhandlung nochmal 7 Monate zur Erwachsenenstrafe bekommen hat. Ach so, das hast du gerade ja schon erzählt. Das heißt, kann sein, dass sie jetzt eigentlich rauskommen könnte, aber kriegt dann noch wieder was drauf. Genau, und das ist jetzt noch, was so in den Sternen steht, ob die Richter sagen, naja, wir geben das zur Bewährung aus oder wir sagen, nee, wir müssen nochmal. Ja, das ist alles nicht so einfach. Hat deine Frau, ihr seid ja verheiratet, vorher sich schon mal was zu Schulden kommen lassen? Nein, eigentlich gar nicht. Wie nimmst du das denn als Ehemann auf, dass deine Frau euch, die ganze Familie so reingeritten hat mit ihrem fatalen Verhalten? Tja, schwierig zu sagen. Ich weiß es echt nicht. Also mir steht, ich weiß nicht, wie mir die Gedanken so stehen. Also es ist, andererseits bin ich echt total sauer und enttäuscht, aber andererseits sage ich auch, naja, mein Gott, das ist die Frau, die ich liebe, die ich geheiratet habe. Ja gut, aber du hast ja dann eine Seite von ihr kennengelernt, die du vorher eben nicht kanntest. Ja, sie hat damals auch viele Freundinnen gehabt, sag ich mal, die jetzt nicht so, sag ich mal, gut für sie waren, die dann immer so ein bisschen höher gestellt waren, die konnten sich viel leisten und machen und tun und sie war dann halt... Keine Entschuldigung. Nein, um Gottes Willen, nein. Wie erklärt sie es dir denn? Ihr habt da sicher da auch schon öfters wahrscheinlich zu Genüge schon drüber gesprochen. Ja, sicher. Sie sagt, sie bereut es auf jeden Fall und sie weiß auch nicht, warum sie es gemacht hat. Und sie sagt einfach nur, ich wollte mithalten. Ne? Hattet ihr denn de facto so wenig Geld in der Zeit oder wäre es auch... Ja, also ganz am Anfang, wo wir zusammenkamen, war ich auch arbeitslos und sie auch. Und wir waren zu dem Zeitpunkt dann Hartz-IV-Empfänger, damals noch Sozialhilfe. Und bis ich dann wieder einen Job bekommen habe. Aber es war schon ziemlich eng, das muss ich schon sagen. Also, ist es denn so, dass du sagst, trotzdem, was vorgefallen ist, liebe ich diese Frau nach wie vor und ich vergebe ihr das? Auf jeden Fall, also ich stehe auf jeden Fall hinter ihr, also ganz klar. Weil ich sag mal, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja. Aber die Chance muss sie dann noch nutzen. Wenn sie nochmal was machen würde, wäre wahrscheinlich der Ofen aus, oder? Also, wenn das jetzt nochmal passieren würde, dann würde ich sagen, nee, also das geht gar nicht. Auch schon aus Interesse für mein Kind. Wegen des Kindes, ja, genau. Aber interessant ist ja, dass du währenddessen, als sie das gemacht hat, eben als Ehemann, als nächster Mensch, der an ihrer Seite lebt, das nicht mitbekommen hast, ne? Ja, wie gesagt, am Anfang erst gar nicht, bis dann halt die Anzeigen ins Haus. Ja, genau, dann ja, ja. Ja, und dann irgendwann stand dann die Kripo bei uns an der Tür und sagte, ja, wir haben einen Durchsuchungsbefehl, wir müssen die EC-Karte und ja. Jetzt hat sich da auch ja einiges an Schulden angehäuft, wie du gerade gesagt hast. Richtig, ja. Ne? Das heißt, die hast du jetzt auch an der Backe und musst die abbezahlen. Ja, und das ist dann so, dass ich jetzt hier einen privaten Insolvenzberater besucht habe und den Fall geschildert habe und gesagt habe, ja, ich muss irgendwie von den Schulden runter oder wir müssen von den Schulden runterkommen. Und sie versucht dann jetzt halt so einen Plan zu erstellen, ob wir jetzt in die Privatinsolvenz gehen oder ob wir das irgendwie abzahlen können. Ja. Also sie hat ja einen ganz, ganz schönen Schlamassel angerichtet. Richtig, ja. Da finde ich, hast du auch das Recht, ab und zu mal sehr zornig zu sein. Ja. Du hast im Moment hast du einen Beruf wieder, einen Job? Ich habe einen Job, ja.
Es war nur ein Halbtagsjob, weil die Kleine ist im Kindergarten, mhm. muss irgendwie mit den Zeiten klarkommen. Hat deine Frau sich dann so richtig bei dir auch entschuldigt und gesagt, dass ihr es leid tut und dass es nie wieder vorkommt und so? Schon, ja. Und diese Reue nimmst du ihr auch ab und das, du glaubst, sie meint das ernst? Ja, also so wie ich sie jetzt sehe und wie sie sich entschuldigt und so, so habe ich sie auch noch nie kennengelernt. Also von Ja, vielleicht war das ja eine heilsame Erschütterung für ihr Leben, was da jetzt passiert ist, dass das nie wieder vorkommt. Dann kann man hoffen für euch, dass die Sache dann ab September erledigt ist. Ja. Vor allen Dingen auch für das Kind. Ja. Und dass dann so der Mantel des Schweigens über die Geschichte gelegt wird. Und wie gesagt, dann man weiß halt nicht mehr weiter, was man sagen soll. Und ich komme auch mit der Situation überhaupt nicht klar. Also, aber du hast ja schon so ein paar Leute, mit denen du reden kannst, ne? Ja, also ganz ehrlich. Nicht wirklich. Aber Familie schon, ne? Hast du gesagt, Kabel? Ja, schon, aber das ist alles so, wir müssen halt alle mit der Situation klarkommen irgendwie, aber so richtig reden kann man ja nicht. Nee, klar, und man steht ja auch irgendwie ein bisschen blöd da, wenn so eine Sache passiert, also alle rumpfen die Nase und alle sagen, mein Gott, muss das sein und wie schrecklich und was hat ihr euch angetan und so weiter. Genau. Zudem der ganze Druck, wenn das rauskommt, ne? Irgendwie durch einen Zufall, wie man dann so im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft dasteht. Ja, genau. Daniel, du sagst, dass du schon sehr unter Druck stehst und dass es dir auch nicht gut dabei geht. Ich würde dir gerne jetzt noch weiterführend ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mhm, okay. Ja, das ist Sabine heute Nacht. Ich wünsche dir und vor allen Dingen für eure Familie wünsche ich euch alles Gute. Ja, vielen Dank. Du legst bitte auf und du wirst gleich zurückgerufen. Könnte ich vielleicht noch eine Autogrammkarte bekommen? Sehr gerne. Sagst du Sabine deine Anschrift und dann schicken wir es. Alles klar. Lieber Daniel, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heißt heute Nacht: In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Lebt ihr in einer Partnerschaft, wo es ein Geheimnis gibt? So etwas vielleicht, wie Daniel gerade erzählt hat, oder irgendetwas Skurriles zum Schmunzeln, dass ihr vielleicht absonderliche Rituale pflegt mit eurer Partnerin oder mit eurem Partner. Oder vielleicht macht ihr in der Partnerschaft etwas, was sonst niemand weiß. Ihr praktiziert etwas, was ganz geheim ist. Oder vielleicht habt ihr zusammen mal irgendetwas getan, was auch so sonst niemand weiß. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Sascha, begrüße ich herzlich. Hallo Sascha, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Sascha, schön, dass du da bist. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du in deiner Partnerschaft an Geheimnis hast. Wir führen eine Petplay-Beziehung. Eine was? Eine Petplay-Beziehung. Petplay? Genau. In Köln würde man sagen, was ist das dann? Was ist das? Das ist so, dass meine Freundin mehr oder weniger zum Tier erzogen wird, also zur Hündin. Wie bitte? Also, vorab, wie lange seid ihr zusammen? Erstmal die Fakten. Wir sind jetzt einen Monat zusammen. Ach, das ist ja nun ganz, ganz jung. Ja, das ist noch nicht ganz so lange. Und deine Freundin wird zum Tier erzogen? Ja, genau. Also erklär es mir genauer. Sie ist auf allen Vieren, ist auch nackt mit Hundeleine und Halsband, halt wie ein richtiger Hund. Das ist so eine Art, da haben wir schon öfters hier in der Sendung drüber gesprochen, so eine Art Sklavenbeziehung. Ja, Sklavenbeziehung, könnte man so nennen. Wohnt ihr denn auch schon zusammen? Ja, wir wohnen auch zusammen. Ihr wohnt schon nach einem Monat zusammen? Ja, genau. Warum so schnell? Wir hatten uns übers Internet kennengelernt und da dann auch ein paar Mal miteinander geschrieben, telefoniert und da kam gleich so eine Sympathie auf. Ja. Und dann ist sie mehr oder weniger von heute auf morgen hierher gezogen. Was heißt hierher? Wohnte sie vorher sehr viel weiter entfernt? Knapp 1,5 Stunden entfernt. Immerhin. Und das ging so einfach? Konnte sie das mit ihrem Job alles vereinbaren? Sie ist nicht am Arbeiten. Ach, sie ist nicht am Arbeiten, aber du schon? Genau, ich mache einen Euro-Job. Ja, und sie ist dann zu dir in deine Wohnung gezogen? Genau. Habt ihr euch hier im Internet in so einem speziellen Forum kennengelernt, wo es um solche Art der Beziehungen und Sexualität auch geht? Nicht speziell. Also da war schon allgemein Sex, ging es darum, aber nicht speziell. Also, und sie kabbelt alle, also mit allen vier, mit allen Vieren, 24 Stunden durch die Wohnung? Ja, genau. Ach, das gibt's doch gar nicht. Immer? Die sitzt nie am Tisch mal?
Ja, doch, ab und zu gibt es auch mal Ausnahmen, aber die sind schon sehr gering. Die sind sehr gering. Also ich könnte mir vorstellen, besonders wenn du dann von der Arbeit nach Hause kommst, dann krabbelt sie schon durch die Wohnung. Ja, genau, kommt zur Tür her, begrüßt mich. Wie begrüßt sie dich? Bellt sie, oder? Ja, genau. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das habe ich ja nie gehört. Ja, gibt es aber. Doch, die bellt, wenn du die Tür aufmachst? Ja, genau. Ihr kommuniziert nicht mit Worten? Doch, auch schon ab und zu, aber überwiegend bellt sie oder per Zeichensprache dann. Was ist das Besondere daran, dass sie einen Hund spielt? Was ist das Besondere daran? Was ist das Besondere daran? Es ist natürlich für sie zumindest auch ein ganz anderes Leben. Mhm. Und für mich, ja, es ist halt wie, als wenn ich ein richtiges Haustier hätte in der Art. Ja, ist mir schon klar. Nun könnte man ja sagen, okay, das ist so diese Sklavennummer, die läuft ja auf allen Vieren rum, mit nackigem Hintern und so, ab und zu mal eine Klatsche auf dem Po. Aber warum auch noch dieses Rollenspiel, dass es ein Tier ist? Was turnt dich daran am Besonderen und am meisten an? Also schon dieses, ich habe die Macht, ich kann dir jetzt sagen, was du zu tun hast. Zwar nicht in dem Sinne... Das hättest du ja auch, wenn sie eine einfache, normale Sklavin wäre. Ja, okay, gut, aber in dem Bereich ist natürlich wieder, ich sag mal so, Petplay ist noch wieder was Spezielleres und... Ist noch eine Steigerung. Ist noch ein bisschen schwieriger. Ja, es ist wahrscheinlich noch eine größere Erniedrigung für den Menschen, der das tut. Ja, genau. Das macht dann dem Mensch Spaß, der es tut, also deiner Freundin in dem Fall und dir auf der anderen Seite halt. Genau. Halsband hat sie? Ja. Ja. Was hat sie für ein Halsband? Ganz normales Hundehalsband. Und trägt sie das Halsband in der Wohnung auch, ja? Ja, genau. Und wann legst du die Leine an? Die Leine auch, wir machen in der Wohnung, also wir machen das schon eher in der Wohnung, also sonst weiß da wirklich keiner was von. Es weiß. Okay, gut, abends mal irgendwie Gassi gehen, nachts mehr oder weniger. Abends geht das ja auch nicht, wenn relativ wenig los ist, mal im Park oder sowas. Ihr geht raus auch, Gassi gehen? Ja, genau. Im Dunkeln? Genau. Aber dann ist sie angezogen? Ja, da hat sie schon was an, ja. Aber sie krabbelt auf allen Vieren plus Hundehalsband. Genau. Und Kette. Wenn aber dann jemand kommt, was dann? Ja, das ist dann natürlich schon schwer. Dann also steht sie schnell auf oder was macht sie? Ja, genau. Also da muss man dann wirklich schon so, kommt da jetzt jemand gleich um die nächste Ecke, so nach dem Motto. Seid ihr schon mal erwischt worden? Bis jetzt noch nicht, nee. Was ist mit der Ernährung? Wie isst sie? Also sie isst schon normale Sachen. Sie isst normale Sachen? Genau. Aber also kein Hundefutter? Nee, das nicht. Also, so weit geht der Spaß dann doch nicht? Nee, also das ist dann doch schon... Darf sie denn am Tisch sitzen oder gibst du ihr Schnitzel in einen Hundenapf? Teils, teils. Also einen Hundenapf gibt es? Ja, genau. Gibt es auch dann direkt für Getränke, irgendwie mal eine Cola oder irgendwie oder Wasser halt sonst. Kippst du rein? Genau. Mhm. Wenn so Wochenende sind und du bist den ganzen Tag da, hat man da Bock, den ganzen Tag so ein Spiel zu spielen? Doch, das geht und... da gibt es eigentlich keine Probleme. Schwierig wird es dann nur, wenn dann irgendwie Besuch kommt. Ja. Gerade wenn dann irgendwie mal Party ist oder irgendwas. Was passiert dann? Dann ist sie schon mehr oder weniger ganz normal, wie wir auch. Mhm. Bloß wenn dann jetzt irgendwie in der Woche dann mal Besuch kommt, dann will sie ja nicht auch nicht jedes Mal wieder aus ihrer Rolle rausspringen, mehr oder weniger. Dann zieht sie sich schon so mehr oder weniger ein Schlafzimmertür zu. Ja. Und da kann man natürlich schon so fragen, so, oh, deine Freundin gar nicht da, wo ist sie denn? Und hin und her. Und dann, ja, sie hat sich schon hingelegt, geht's nicht so gut oder irgendwas. Pet. Das wird dann natürlich schon schwer nach einer gewissen Zeit. Petplay heißt das. Genau. Ich überlege gerade so, was man mit Hunden sonst noch so macht. Machst du mit ihr auch so Spielchen? Stöckchen werfen? Ja, genau. Was noch? Stöckchen werfen oder mit einem Ball holen. Hauptsächlich dann in der Wohnung? Dann kann ja, sie genau, ja hauptsächlich in der Wohnung. Da ist ja da wahrscheinlich nicht viel zum Holen. Nee, also es ist schon relativ wenig. So Schuhe mal oder sowas, wenn sie da noch rumkauen ist oder so. Ist sie denn immer nackt oder auch mal ein bisschen angezogen? Wie gesagt, angezogen jetzt, wenn eine Party ist oder so. Ja, klar, das ist mir schon klar. Eher nicht. Wo ist sie denn im Moment?
Im Moment ist sie gerade im Schlafzimmer. Und sie schläft. Darf sie denn im Bett schlafen? Ja, doch, sie darf im Bett schlafen. Ja, aber das hilft nicht. Das ist aber auch nicht konsequent. Dann müsstest du ihr einen schönen großen Hundekorb kaufen. Normalerweise schon. Mit einer Hundedecke und dann muss die Kleine da unten schlafen. Normal schon, aber macht er dann auch nochmal, wenn sie brav ist, mal ein paar Ausnahmen. Das finde ich ja schräg, Sascha, habe ich noch nie gehört. Praktizierst du das jetzt gerade zum ersten Mal oder hast du es schon mal früher mit jemandem gemacht? Nee, das habe ich bisher noch nicht früher irgendwo gemacht, also das ist auch mein erstes Mal. Gibt es denn dann so eine Szene dafür? Also gibt es mehrere Menschen, die so drauf sind? Ja, doch, die gibt es schon. Sonst also, wüsstest du diesen Begriff ja auch nicht, der muss ja sich irgendwie geprägt haben. Ja, also es gibt schon Hamburg direkt Petplay-Stammtische. Ach so. Wo sie sich dann alle mehr oder weniger treffen. Ehrlich? Und gehst du da auch hin? Bis jetzt war ich noch nicht da. Da treffen sich dann die Herrchen? Genau, die Herrchen mit ihren Hunden. Ach so. Also das muss aber dann eine absolute Insider-Kneipe sein, ne? Wenn die Hunde in Anführungszeichen dann auch auf dem Boden liegen währenddessen. Ja, genau. Also es ist schon wirklich direkt... Was es alles gibt. Direkt darauf fertig gemacht. Und sie machen auch mehrere Veranstaltungen, auch im SM-Bereich und all sowas. Ja, das ist natürlich alles unter dem großen Überschrift SM einzuordnen, ne? Ja, genau. Gibt es auch umgekehrt bestimmt auch, ne? Dass Frauen sich Männer als Hunde halten. Gibt es auch, ja. Habe ich auch schon viel gelesen oder auch in Foren, wo dann irgendwelche Männer Frauchen suchen und all sowas. Was gibt es denn sonst noch so hundespezifische Dinge, die du mit deiner Freundin tust? Ja, überwiegend ist natürlich die Erziehung, dass sie nicht so viel ihre Hände benutzt. Mhm. Oder sich halt über Bellen kommuniziert. Mhm. Und das halt eben alles beibringen. Ja, was macht man mit Hunden? Man bürstet Hunden das Fell, das geht ja dann nicht... Dafür gibt es dann die Haare. Was geht denn hier? Ich überlege, was macht man? Ich habe leider keinen Hund. Was macht man mit Hunden sonst so? Was macht man mit Hunden? Man führt sie halt eben Gassi, man streichelt sie, man verwöhnt sie halt, wo es nur geht. Man schimpft natürlich auch, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man das gerne möchte. Dann natürlich auch bestrafen. Wenn Hunde nicht gehorchen, wird natürlich auch bestraft. Wie bestrafst du denn deinen Hund? Dann wird schon ein Klaps auf dem Hintern oder so. Mit der Hand? Ja, genau. Oder mit einem Stöckchen oder mit einer Peitsche? Nee, mit der Hand. Und wenn es dann einen Klaps auf den Po gibt, dann jault der Hund auch schon mal ein bisschen? Ja, das kann auch. Ja, das kann auch. Ja. Ich stelle es mir ja wirklich absolut schräg vor, wenn ihr beiden nachts rausgeht. Wenn ich in eurer Nähe wohnen würde, würde ich euch auflauern, um mir das mal anzugucken. Ja, also es ist schon... Es könnte doch zum Beispiel ein realer Hundehalter mit seinem Hund auch ausgehen noch und dann begegnen sich die beiden Hunde. Was dann? Also ist uns auch schon passiert, dass wir wirklich dann mal zu etwas früherer Zeit, so gegen 4 Uhr so... Wie Hunde das so machen? Man sein und dann, oh, da vorne ist wieder jemand, gleich wieder schnell aufstehen und... Achso, ich dachte so, wie Hunde das so machen, man schnüffelt am Schritt und... Ja, und geht weiter. Also so dann doch nicht. Nee, das muss dann doch nicht unbedingt sein. Also falls ihr gerade eingeschaltet haben solltet, hier reden nicht zwei Bekloppte miteinander. Hier geht es auch nicht um irgendwelche Gewaltfantasien oder so. Es ist eine sehr bizarre sexuelle Spielart, die auf der Basis gegenseitigem Einverständnis abläuft. Ne? So kann man sagen. Genau. Genau. Ja, Sascha, sehr aufschlussreich. Dann, welchen Namen hat denn deine Freundin in ihrer Rolle? Sweetie. Ja. Sweetie, ist doch süß. Genau. Ne, dann grüßt du mal Sweetie, gibst ihr ein Würstchen von mir. Werde ich machen. Und kraulst sie mal hinter den Ohren. Okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Und unser Thema heute Nacht heißt, in unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Gibt es in eurer Partnerschaft ein Geheimnis, was vielleicht eher so ein bisschen skurril ist und zum Schmunzeln, wie wir es gerade gehört haben, vielleicht auch ein ganz ernstes Geheimnis, was ihr gezielt und lange halt geheim gehalten habt, weil es vielleicht auch Schwierigkeiten geben könnte, wenn man das ausspricht oder ihr euch schämen würdet. 0800 220 5050. Matthias, 23 Jahre. Hallo Matthias. Hallo Domian. Matthias, du bist auch in einer Partnerschaft oder Ehe? Ich bin in einer Ehe, ja. In einer Ehe. Wie lange schon? Seit 15.8. Letztes Jahr. Seit 15.8. letztes Jahr? Ja. Und wie lange kanntest du deine Frau vorher schon?
Ja, die kannte ich schon seit 10 Jahren, ist meine Jugendliebe. Ach so. Eine ganz, ganz alte Geschichte. Ja. Also, ja, was gibt's da für ein Geheimnis? Ja, also das Blöde bei mir ist, also sie ist im 4. Monat schwanger. Mhm. Ja, und naja, sagen wir mal so, seitdem sie schwanger ist, haben wir nur öfter mal, haben wir so irgendwie gar keinen Sex mehr. Mhm. Weil? Ja. Ja, weiß ich nicht. Wir haben uns öfter mal gestritten, auch wegen dem Kind und so was und keine Ahnung. Und deswegen. Wer hat denn keinen Bock? Hast du keinen Bock oder sie keinen Bock? Na, ich habe eigentlich schon Lust, ja. Ach so, du hast schon Lust. Ja, aber wenn wir uns dann immer so streiten und dann weiß ich nicht. Ihr habt euch gestritten wegen des Kindes, warum? Ja, das wurde mir zum Anfang zu viel und dann hat sie gesagt, ich behalte es aber, mach du, was du willst, so in der Art. Mhm. Ja, bloß ich lieb sie und ja, naja, dann ist halt die ganze Scheiße passiert, ne? Was ist passiert? Naja, sagen wir mal so, sie hat eine Freundin. Und jetzt kommen wir auf das Geheimnis. Ja, sie hat eine Freundin, die ist 19. Ja. Und ja, ich kenne die auch schon seit über 5 Jahren. Mhm. Und mit der habe ich eine Affäre angefangen. Ach, mit der hast du eine Affäre angefangen? Naja. Mit ihrer Freundin? Mit ihrer besten Freundin. Die Affäre läuft jetzt wie lange schon? Ja, seit 2-3 Monaten. Und niemand weiß davon? Nee. Auch deine Frau ahnt nichts? Nee, die weiß gar nichts. Mhm. Und das Schlimme ist, ich habe noch eine Arbeitskollegin und mit der läuft das auch schon 2-3 Monate. Mit der ich nämlich ohne Affäre. Ach, du hast 2 Frauen-Affären am Laufen? Ja. Naja, das kam alles, weil wir uns halt gestritten haben wegen dem Kind. Ja, ich verstehe es nicht mit dem Kind so richtig. Ihr seid verheiratet, ihr kennt euch schon so lange. Du bist 23, wie alt ist deine Freundin? Die ist 20. 20, naja, okay, ist schon jung, aber da kann man noch ein Kind zusammenkriegen, ist doch kein ja, Problem. Ja, aber zum Anfang ist das mich alles über den Kopf gewachsen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann haben wir uns nur öfter mal gestritten und dann hatte ich da meine Arbeitskollegin, die das auch so ein bisschen erzählt hatte. Ja, und dann. Ja, hast du denn deine Frau unter Druck gesetzt, dass sie abtreiben soll? Nein. Aber du den Wunsch hast du schon geäußert? Naja, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Mhm. Ich denke mal so, abtreiben, gleich umbringen, irgendwie ganz schön. Mhm. Weil, und das muss ja nicht sein. Wieso hast du denn Sorge, dass du damit nicht klarkommst? Du kannst. Weiß ich nicht, ich weiß einfach nur nicht, wie ich dir das so irgendwie beibringen soll. Weil, klar, wir sind schon länger zusammen. Nee, ich meine, wieso kommst du nicht klar damit, die Vorstellung, dass du bald Vater sein wirst? Ja, das weiß ich nicht, ich denke mal, das ist einfach Überforderung, weil ich halt nicht so viel Geld verdiene und... Hast du denn einen Job oder bist du arbeitslos? Na, ich habe einen Job, ich bin Koch. Ja, immerhin. Naja, bloß das Blöde ist, ich muss ja Wochenende auch immer und dann hätte ich keine Zeit und... Ja gut, aber wie viele Leute haben Jobs und das funktioniert auch. Dafür ist ja deine Frau, wäre dann ja dann, die hätte ja dann Zeit. Oder ist sie auch berufstätig? Naja, noch ja. Noch ja, gut, aber die würde sich das... Aber das ist doch nicht der Grund, Matthias. Komm, erzähl mir nichts. Nur weil du... ich habe einfach Angst, den ganzen Stress dann mit dem Kind und so hat. Du hast keinen Bock auf dieses Leben mit Kind, du... Naja, noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn es da ist. Ja. Aber jetzt kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen. Vielleicht auch sowas in der Richtung, dass du denkst, dass dein Leben dann mehr eingeschränkt ist? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja. Dass man halt nicht mehr mit Freunden rausgehen kann oder... Genau, dass du mehr gebunden bist zu Hause, dass du die Nächte nicht durchpennen kannst. Weil genau. Und so, all die Misslichkeiten, die eben auch damit verbunden sind, dann, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat. So, jetzt hast du dir 2 Frauen angelacht und die eine ist auch noch die beste Freundin, von deiner Frau. Das ist ja ganz schön mies. Hm. Ja, das ist auf einer Feier passiert und da ist meine Frau früher abgehauen. Ja, und dann haben wir ein bisschen was getrunken und dann weiß ich nicht, dann ist das einfach passiert. Mit der Kollegin? Nee, mit der Freundin. Mit der Freundin. Läuft das denn jetzt so, dass du mal mit der Kollegin, mal mit der Freundin Sex hast? Ja, ich treffe mich mit den Mädels regelmäßig. Also immer wieder mal? Im Monat. Ja. Und dann haben wir halt den Sex. Mhm. Die Stimmung zu Hause ist nach wie vor angespannt? Ja. Wahrscheinlich merkt deine Freundin auch sowieso, dass irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja, deswegen gibt es ja auch öfter Stress. Dann fragt sie mich zwar, was ist mit dir los? Ja. Und ja, ich sag, ist nur Stress auf Arbeit. Bereust du denn schon, dass du sie geheiratet hast? Naja, sagen wir mal so, ich kenne sie schon seit über 10 Jahren. Das ist meine Jugendliebe. Mhm. Und das heißt, lieben tue ich sie auf jeden Fall. Ja, aber du hattest vorher auch sonst noch mit keiner anderen Frau geschlafen. Richtig.
Und insofern ist das jetzt für dich auch eine interessante Erfahrung, mit anderen Frauen mal was zu machen. Genau, das gibt irgendwie so einen kleinen Kick. Könnte ihr wahrscheinlich genauso gehen, dass sie so eine Sehnsucht irgendwie hat. Ja, kann ja sein. Das ist immer so fatal mit diesen Jugendlieben. Natürlich hat man Sehnsucht, auch mal was anderes zu erleben und sich die Hörner abzustoßen und so weiter. Ja. Ist natürlich jetzt eine sehr vertrackte Situation. Deine Frau, du bist verheiratet, deine Frau wird schwanger, dann zwei Frauen nebeneinander. Das geht alles so nicht. Mhm. Was sagt denn dieses Mädel, die auch noch die beste Freundin von deiner Frau ist, was sagt die denn zu der Situation? Ja, die sagt ihr nichts und dann geht alle den Bach runter, so in der Art. Sie will einfach nur ihren Spaß haben. So, was denkst du denn? Du hast ja sicher auch schon drüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Naja, eigentlich weiß ich nicht. Irgendwie liebe ich sie, aber für die anderen Mädels zeigen nur auch Gefühle. Hast du Gefühle oder geht es dir nur um Sex? Naja, Gefühle sind da auch schon ein bisschen dabei. Ehrlich? Oder ist es nur die Geilheit? Nein, Geilheit, gut. Ja, muss man doch so sehen. Ja, naja, nee, irgendwie ein paar Gefühle sind immer da. Weil wenn keine Gefühle, dann weiß ich nicht. Bei mir ist das so, wenn ich keine Gefühle habe, dann schlafe ich mit einem Mädel. Ach so. Das ist ja sehr, sehr ehrenwert. Sind ja nicht alle Männer so. Ja. Nicht alle Menschen so. Na, ist bei mir so, ja. Ja. Ja, auf drei Hochzeiten kann man nicht tanzen, Matthias. Ja. Man kann es schon nicht auf zweien. Ja. Was machen wir jetzt? Na, ich weiß es nicht. Das ist ein Geheimnis. So hast du dich auch dann heute hier gemeldet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dich das natürlich auch sehr bedrückt. Ja, na klar, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Und wenn meine Frau da draus kriegt, na, ich weiß nicht, ob sie... Weil sie schon mal gesagt hat, wenn du eine andere hast oder so, dann nehme ich mit das Leben und so. Und wenn ich dir das jetzt irgendwie beibringen wollen würde, sagen wir mal so, dann weiß ich nicht, was sie macht. Weil klar, das ist meine Frau und weiß ich nicht. Ja, gibt es Überlegungen, dass du für dich sagst, ich breche die anderen beiden Geschichten ab? Ja, habe ich öfter mal dran gedacht, aber ich habe nur auch Gefühle für die anderen beiden Mädels. Und nur weiß ich nicht, wie ernst das irgendwie ist. Mit denen. Ja, Matthias. In dem Moment, wo du deiner Freundin Bescheid sagst, seid ihr gleichberechtigt. Im Moment stehst du ja gut da, weil sie nichts weiß. Ja. Dann werden sich die Kräfte schon formieren. Dann kommt alles neu in Bewegung, wohin es dann auch immer führt. Ja. So kannst du es nicht weitermachen. Im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du brichst jetzt radikal alles ab und sagst für dich, okay, ich habe es mal gemacht, aber... Ja, bloß ich sag mal, normalerweise sagt man sich ja in einer Beziehung auch immer die Wahrheit, ne? Ja. Und ich kann nicht, sagen wir mal, wenn wir jetzt bis zum Lebensende an zusammenleben, die ganze Zeit mit ihr oder mit der Lüge leben. Und meine Vermutung ist auch, dass du wahrscheinlich versuchst, immer wieder auszubrechen. So ein Gefühl habe ich bei dir. Ja. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt mit offenen Karten spielen. Wirklich mit ganz offenen Karten, dass ihr richtig offen redet miteinander und dass ihr auch... Dann habe ich einfach Angst, dass sie sich irgendwas antut. Ja, weißt du, das sagt man immer sehr schnell dahin, ich tu mir was an, wenn du dieses und jenes tust. Das ist auch oft Bluff und Erpressung. Ja, bloß, wenn sie sich wirklich was antun würde, dann wäre ich ja, weiß ich nicht, dann würde ich ein ganzes Leben damit belastet sein. Ja. Würde ich jetzt erstmal nicht von ausgehen. Würde ich nicht von ausgehen. Das ist natürlich ein Argument, was dich bequem in die Lüge zurückfallen lassen könnte. Wenn du sagst, ich habe Angst, sie können sich was antun, also sage ich es ja lieber nicht. Nee, so einfach geht das alles nicht. Das Allerbeste wäre, wenn du auch Angst ein bisschen hast um sie, dass sie labil ist, dass du das vielleicht in Anwesenheit eines anderen ihr sagst. Am besten in Anwesenheit eines Eheberaters, eines Paarberaters. Ja, bloß ich kann sie doch dann nicht so, sagen wir mal, wenn sie jetzt ausflippt, klar, zum Anfang ist sie geschützt, aber was mache ich denn, wenn sie allein zu Hause ist? Wenn sie was? Wenn sie alleine zu Hause ist. Ja, aber deswegen meinte ich ja, wäre das ganz gut, wenn ein Fachmann bei wäre. Ja, nee, ich kann sie ja nicht auf Schritt und Tritt... Natürlich das nicht, Matthias. Das ist ein Lebensrisiko, was wir alle immer tragen, wenn wir anderen die Wahrheit sagen. Ja. Außerdem glaube ich nicht, dass sie das tut, weil sie trägt jetzt schon Verantwortung für ein neues Leben. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist der Trieb sehr stark in einem Menschen, dass man das neue Leben auch schützt. Mhm. Du musst rein Tisch in deinem Leben machen. Ja. Weil ich glaube, du stehst vor dir, wenn du dich anguckst im Spiegel, auch nicht dolle da. Nee, nicht wirklich. Und? Zumal gestern, wo ich von der Arbeit kam aus Stendal,
bin nach Hause gefahren. Mhm. Ja, ich wohne ja nur 5 Kilometer entfernt, so und her. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, weil ich halt vorher mit meiner Arbeitskollegin... Natürlich, natürlich. Du belügst sie, du betrügst sie. Wenn die das mit dir machen würde, wenn die zwei andere Kerls nebenher hätte, möchte ich dich mal sehen. Ja. Ne? Na ja, klar, da würde ich auch rausflippen. Aber hallo. Ja. Also im Prinzip muss diese Beziehung auf den Tisch gelegt werden, die ihr beiden führt. Vielleicht ist die ja letztendlich schon ausgebrannt nach 10 Jahren. Ja, bloß sie sagt ja, sie liebt mich über alles. Ja, aber du sagst es nicht. Ja, bloß das ist ja gerade zur Zeit, weil sie halt schwanger ist und wir halt wenig miteinander schlafen oder so gut wie gar nicht mehr. Ja, aber vielleicht ist hat das Ganze nur zum jetzt ins Rollen gebracht, die Schwangerschaft. Vielleicht war das denn vorher alles ganz okay und super zwischen euch beiden? Ja, ja. Ja? War das so? Das hast du nicht richtig zugehört, ne? Egal. Matthias, ich würde dir mal gerne noch ein paar Adressen an die Hand geben. Ja. Von so Beratungsstellen in deiner Umgebung. Und dann kannst du dich da mal schlau machen und vielleicht mit deiner Freundin da hingehen. Da möchte ich dich bitten. Warte mal kurz, Domi. Ja, was hast du denn, Schatz? Deshalb. Ja, ich komm gleich im Bett. Ja, ich telefoniere gerade mit Martin. Ja. Die sind hier irgendwie bei Krischi, keine Ahnung. Wenn die wüsste. Matthias. So bin wir da. Deshalb konntest du gerade auch nicht richtig zuhören, ne? Ja. Pass auf, leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an, kriegst du von uns eine Adresse an die Hand, wo du eventuell mit deiner Freundin, deiner Frau zusammen hingehen kannst. Beratungsstelle und so etwas, ja? Alles klar. Du legst bitte auf und toi, toi, toi für euch und für dich und alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Und hier ist Asli, 22, ist das eine Frau? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, Asli? Ja. Asli. Ja, du hast auch ein Geheimnis in deiner Beziehung. Ich und mein Partner, besser gesagt, haben ein Geheimnis. Ich habe kein Wort verstanden. Ich und mein Partner haben ein Geheimnis. Ja. Ja. Wie alt, wie lang, nicht wie alt? Ja gut, wie alt ist dein Partner? Ich bin 22, ja. Mein Partner 27. 27. Und wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Seit 2,5 Jahren und seit 1,5 Jahren sind wir verheiratet. Ah ja. So, und was ist das für ein Geheimnis? Kind noch. Ein Kind haben wir auch noch. Ein Kind? Mhm. Ja, das Geheimnis ist, dass ich halt seit 3 Monaten strippe. Mhm. Oh, aber das weiß auch mein Partner, wegen Geldnot einfach. Mhm. Wir haben immer so schwierige Zeiten gehabt, sehr viel Schulden. Also ich bin Türkin eigentlich, von der Familie weg und wegen Stiefmutter und alles Mögliche. Ja. Und Ist dein Partner auch Türke, gebürtiger? Ja, der ist Deutscher. Der ist Deutscher. Mhm. Ja, und da war ich mal auch auf der Straße, wo ich dann auch wirklich vom Müll gegessen habe. Also so was. Du warst auf der Straße? War. Ja. Nachdem du von der Familie weg warst? Ja, mit 18. Habe ich das richtig verstanden, dass es sehr viel Streit und Spannungen in der Familie gab? Ja. Warum? Ja, vor allem dann, wo ich dann halt von zu Hause weggegangen bin, dann war ich erstmal bei meinem Onkel, der hat mich dann auch aufgenommen, aber dann hat mein Vater mich halt auf der Straße angegriffen, warum ich halt das Familiengeheimnis verplappert habe, weil sie mich aggressiv behandelt haben. Was war denn das Familiengeheimnis? Ja, das halt dieses aggressiv, wie sie mit meiner Schwester und mit mir umgegangen sind. Das heißt, die Familie, der Vater hat dich geschlagen? Meine Stiefmutter eher. Deine Stiefmutter? Ja. Und das war dann halt diese Familienärgel, habe ich halt von denen haben kaputt die dich, gemacht. Verstehe. Haben die dich sehr schlimm geschlagen? Ja, meine Schwester mehr, mich dann auch, aber... Und das ging über viele Jahre? Ja, ich habe halt keine Kindheit gehabt. Ich war mit 7 Jahren war ich erkrankt an Leukämie. Mhm. Und also bis 6 Jahre war ich bei meinem Opa. Mhm. Habe ich gelebt, weil mein Vater mich meinen Opa abgegeben hat. Mhm. Und dann habe ich mit 7 Jahren Blutkrebs bekommen. Mhm. Und dann in der Zeit, wo ich dann Blutkrebs hatte, durfte ich wieder Kontakt aufnehmen mit meinem Opa und mit den anderen Familienmitgliedern. Mhm. Dann, wo ich dann aber wieder gesund war, hat mein Vater wieder den ganzen Kontakt verboten. Mhm. Und dann habe ich wieder mit 10 das bekommen, wegen halt Traurigkeit hat es auch hervorgebracht.
Ist es dann wieder ausgebrochen? Ja, ausgebrochen. Und dann habe ich wieder Verbot gekriegt mit ganzer Familie. Und dann von 10 bis 17 Jahre war ich halt schon zu Hause sozusagen eingesperrt. Bin von der Schule gekommen um 1 Uhr. Mhm. Und dann halt Haushalt machen, auf Kind aufpassen, halt Geschwister aufpassen. Mhm. Auf meine Stiefgeschwister. Und dann gerade mal noch Hausaufgaben machen. Wenn ich zu lange an Hausaufgaben gesessen bin, dann habe ich wieder Ärger gekriegt. Ja. Das war irgendwie auf Fluchtweg für mich. So und wie oft bist du geschlagen worden von deiner Stiefmutter und deinem Vater? Von meinem Vater 2-mal, aber von meiner Stiefmutter nicht nur geschlagen, an Haken gezogen, ins Gesicht gespuckt. Und wie oft kam das vor? Fast jeden Tag. Fast jeden Tag. Ja. Und dieses hast du dann, wem hast du das denn erzählt, dass dein Vater so wütend war? Die Familie wusste aber davon, aber niemand konnte was machen, weil sie Angst hatten, und mein Vater. Und dann bin ich halt der Professor von dem Krankenhaus. Ich habe so irgendwas mit Herz gehabt, ein Problem. Und von dort aus, also von der Schule aus, bin ich dann ins Krankenhaus gegangen. Und da hat der Professor dann zu gesagt, so, ich lasse nicht mehr zu, ich kann das nicht mehr ansehen. Du hast es dem Professor im Krankenhaus auch gesagt, die Zustände. Ja, er wusste Zustände. Schon, dass alles wird. Ich verstehe, und da war der Vater. Was ist mit deiner Mutter, mit deiner leiblichen Mutter? Ja, meine leibliche Mutter habe ich zum ersten Mal mit 17 Jahren gesehen. Mhm. Und danach nie wieder. Ach so. So, also eine sehr traurige Kindheit hast du hinter dir und Jugend. Ja. Und bist jetzt verheiratet und... Ja, dadurch kam es ja dazu, dass ich dann halt... mein Vater hat mich dann wieder angegriffen, nachdem ich von zu Hause weg war, und ich habe ihn angezeigt. Mhm. Weil er hat immer gesagt, ich bin das Gericht. Und danach waren die ganze Familie gegen mich, weil ich halt diese Nachnamen kaputt gemacht habe. Mhm. Und dann stand ich auf der Straße, dann habe ich angefangen, in der Disco zu arbeiten, Garderobe. Da hieß ich du Schlampe und so. Also jeder, nur weil ich in der Disco, in der Garderobe gearbeitet habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich sowieso Schlampe heiße, ich habe sowieso 300 Euro verdient, 200 Miete davon gezahlt für Studentenwohnheim ausnahmsweise. Wann hast du denn? Kann ich Gogo-Tanz machen. Okay, aber nochmal die Frage, wann hast du deinen Mann kennengelernt? Ja, meinen Mann habe ich dann halt, nachdem ich dann irgendwie mein Leben aufgebaut habe und in eine andere Stadt umgezogen habe, habe ich ihn durch Zufall, so durch Freunden, habe ich meinen Mann kennengelernt. Ah ja, so, du liebst deinen Mann. Ja, und in der Zeit habe ich auch Gogo-Tanz gemacht gehabt, deswegen kann er jetzt... Nochmal klar die Frage, du liebst deinen Mann. Ja, ich liebe meinen Mann über alles und er liebt mich. Und er dich auch, und er behandelt dich auch gut und es ist eine gute Beziehung. Ja. Und jetzt machst du wieder heimlich Tanz, strippst. Ja, aber seit 2 Monaten, weil, das ist ja gesagt, seit 4 Monaten, seit Januar. Hm. Weil bis Januar haben wir ja Elterngeld bekommen, 300 Euro für unser Kind. Mhm. Und halt, das hat dann noch gerade gereicht für alles, bezahlen. Wir haben auch viel Schulden, auch durch das, was ich halt durchmachen musste, musste ich auch viel Schulden machen. Die Motivation ist ganz klar, ihr habt nicht genug Kohle und somit willst du ein bisschen die Kasse auffrischen. Ja, mein Ziel ist es halt, dass wir nächstes Jahr dann schuldenfrei sind, weil dann kommt meine Tochter, also unsere Tochter auch ins Kindergarten und da will ich auch aufhören damit, weil ich will nicht, dass meine Tochter irgendwann mal versteht, was ich mache und ihr Stolz. Das will ich nicht. Verstehe. Ich will das nur als Überbrückungszeit. Was macht dein Mann vom Beruf? Der arbeitet der macht so Teile in der Fabrik. In der Fabrik. Genau. Mhm. So, warum ist das jetzt so geheim, dass du das machst? Ja, das Geheimnis ist, weil ich weiß nicht, wie meine Eltern reagieren würden oder wie meine Familie reagieren würde, wenn sie das erfahren würden. Aber ich bin mal davon ausgegangen, nach all dem, was vorgefallen ist, dass du überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu deiner... Habe ich ja auch nicht mehr. Jetzt langsam, nachdem ich halt geheiratet habe, kam jetzt meine Oma, als ob nichts wäre. Also meine Tante kam dann auch jetzt langsam. Ein paar Kontakte habe ich jetzt schon wieder. Du hast Angst, wenn das jetzt in die Familie reinkommt, sind die zarten Kontakte, die jetzt wieder gewachsen sind, werden sofort kaputt? Ja. Und hast du auch Angst, dass dir jemand aus deiner Familie, wegen der Schande, dass du jetzt Stripperin bist? Ja, dann wird mein Vater mich wahrscheinlich umbringen, glaube ich. Ach so. Ja, aber...
das ist halt so eine Sache, die sehen das nur oberflächlich. Mhm. Und Du machst es ja eigentlich nur der guten Sache wegen, weil du willst aus den Schulden raus und so schnell wie möglich auch wieder aus diesem Job raus. Ja, und du machst es für arbeiten, ganz normal irgendwo anders arbeiten, als von mir aus Klo putzen gehen, aber ich will nicht immer einen Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen haben oder für 10 Euro bei den Nachbarn betteln. Mhm. Verstehe. So war's bei wie oft arbeitest du als Stripperin? Einmal in der Woche. Wie viele Stunden? Von 9 Uhr bis 5 Uhr morgens. Oh, also die ganze Nacht durch. Aber es ist eine reine Show, die du machst. Du bist nur du gehst nicht mit den Typen ins Bett hinterher. Nein, das mache ich nicht. Stripperin mache ich nicht. Also könnte ich machen, aber mache ich nicht. Du strippst und dann ist auch gut. Ja, strippen und halt animieren. Und animieren. Weil nur mit Strippen kriegt man halt Gage bezahlt, 70 Euro. Mhm. Aber wenn man von nichts Getränke bekommt, weil von den Getränken verdient ja der Chef. Mhm. Von den Getränken kriege ich 20% und wenn ich halt nicht animieren tue, dann kann ich gleich weggehen. Verstehe, was kommt denn dann so bei einer Nacht so bei dir auf bar auf die Hand? Was verdienst du? Ja, dadurch, dass ich halt jung bin und schon hübsch, deswegen kriege ich zwischen 120 bis 200 Euro pro Nacht. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. Das ist schon kein schlechtes Geld. Ja, letzten Monat habe ich schon 2.000 verdient. Mein Mann verdient 900. Deswegen mit 900, also wir haben immer... Aber dein Mann ist absolut damit einverstanden? Ja, der ist eigentlich nicht, vom Herz aus nicht. Aber ja. Es geht nicht anders bei uns. Weil wenn ich das jetzt nicht machen könnte, hätten wir minus 400 Euro in der Kasse. Mhm. Womit wir dann entweder... die Miete nicht zahlen könnten oder... Und du glaubst, dass du nächstes Jahr dann, dass ihr es finanziell geschafft habt und du kannst dann da rausgehen? Ja, ich hoffe es, weil wenn es so weitergeht mit meinem Verdienst und ich immer noch beliebt bleibe und viel Getränke kriege, dann kann es schon möglich sein, dass ich in einem halben Jahr dann diese 8.000 Euro Schulden wegkriege. Dann wollen wir mal sehr, sehr hoffen, dass dann niemand aus dem Kreis oder Umfeld deiner Familie mal in den Club kommt, in dem du arbeitest. Hoffentlich. Und das eine ist, was ich um Rat... Es ist so, mein Mann sagt manchmal zum Beispiel, ja, weil ich halt viel mehr verdiene momentan als er mit weniger Arbeitszeit, sagt er manchmal, ja, du hast es ja leicht, weil ich komme nach Hause, dann schlafe ich 3-4 Stunden und dann fängt für mich dieses Hausfrauleben wieder an. Und dann bin ich manchmal kaputt und dann sagt er, manchmal, wenn er dann halt den ganzen Tag schläft nach der Arbeit oder so, dann gibt es so zwischen uns ein bisschen Streit, wann ich dann sage, du, ich schlafe, wenn ich arbeite, nur 3-4 Stunden. Ja. Ja, du hast ja auch eine leichtere Arbeit. Ja, also es gibt da deshalb auch schon mal ein bisschen Spannung zwischen euch beiden. Ja, und das gefällt mir nicht, weil ich habe keine leichte Arbeit. Ich habe körperlich keine leichte Arbeit, also körperlich nicht anstrengend. Ach nee, das glaube ich. Da hast du ein gutes Stichwort gebraucht. Oft muss ich gehen aufs WC und weinen, wenn ich dann animiere und jemand fässt mich an. Verstehe. Und so dann. Ich will das sehr ernst nehmen, was du gesagt hast. Vielleicht gibt es ja doch noch auch andere Wege als das, was du da gerade machst. Mir läuft jetzt gerade hier ein bisschen die Zeit weg. Okay. Ich möchte aber auf jeden Fall, dass du jetzt gleich nochmal bereit bist und wir würden dich in ein paar Minuten nochmal zurückrufen. Okay. Und dann können wir nochmal ein bisschen in Ruhe reden, was man da vielleicht auch an besseren Möglichkeiten findet. Ja? Okay. Danke. Alles Liebe, Asli. Danke. Tschüss. Tschüss. So. In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Klaus, 63, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Grüße dich. Grüße dich. Und bei dir ist auch die Lisa, die ist 57. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass das deine Liebste ist. Jo. Ihr seid verheiratet? Ja. Wie lange schon? 39 Jahre. Mann, das ist natürlich eine stolze Leistung. Ja, ne? Aber hallo, 39 Jahre. Ja. Was habt ihr denn für ein Geheimnis? Ein Geheimnis, ja. Wir swingen. Ihr swingt? Ja. Und das weiß sonst niemand, das weiß Tante Trutchen, weiß das nicht, niemand in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft? Ne. Wie lange denn schon? 3 Jahre. Erzähl mal, wo, wann, wie macht ihr es?
Ja, also durch Zufall, Internet, kennt man ja. Ja, Foren. Ja. Ne? Und da haben wir durch Zufall ein Pärchen kennengelernt. Ja. Ja, war im Chemchat, da haben wir mal uns so rumgetrieben, mal so abends geguckt. Ja. Und haben gedacht, was treiben die denn da, ne? Ja. Die Pulle nackig auf dem Bett und dann kamen die auch noch aus unserer Gegend. Ja. Und ja, da habe ich gefragt, was er denn da machen würde. Ja, er hätte seit heute eine Kamera da gesagt, ne? Eine Cam also. Ja, ne? Am PC. Am PC, ja. Dieses Thema hatten wir ja nur schon öfter hier in der Sendung und ich bin ganz baff, dass das durch alle Altersschichten geht. Dass das nicht nur die ganz Jungen machen, sondern auch die etwas Reiferen, nämlich ihr. Je Oller, je Dollar. Je Oller, je Dollar, ich sag's ja. Aha, schön. Ja, nee, macht auch Spaß, ne? So, dann hast du oder habt ihr gesehen im PC durch diese Kamera, was die anderen da gerade gemacht haben? Ja, und dann habe ich den erstmal aufgeklärt, dass den die Nachbarn auch sehen können oder seine Frau sehen können. Und hat uns eingeladen, ob ich dem mal was erklären könnte. Ja, wir hin, nix wie hin. Und dann habe ich den erstmal aufgeklärt, du kannst doch deine Frau nicht mit Gesicht zeigen, so pullinackig da auf dein Bettchen, ne? Nee, das geht nicht, das steht ja bei YouTube irgendwo. Ja, ne, so. und dann haben wir uns angefreut und haben gesagt, ja, wie wäre das denn mal so, wenn wir uns so, ne, alle viermal zusammenraufen würden. So real, ne? Aber nicht vor der Cam, ne? Nee, so richtig sich treffen. Ja. Und die waren ganz lustig dabei, ja, haben wir das gemacht, ne? Wie alt sind die anderen denn? Ja, in unserem Alter. In eurem Alter. Ja, und muss die, ja passen, ne? Und die wohnen auch um die Ecke? Jo. Und mit den beiden trefft ihr euch jetzt regelmäßig? Jein, regelmäßig, was heißt regelmäßig? Nein, wir haben auch schon andere Pärchen dann kennengelernt und haben uns dann interessiert, was ist überhaupt Swingen, ne? Ja, was ist denn Swingen? Ja, Swingen, ja, nicht nur tanzen, man tanzt zu viert dann, ne? Und dann mit einem anderen Partner oder Partnerin. Und es bleibt ja nicht nur beim Tanzen, ne? Nee. Es geht ja dann auch hart zur Sache. Ah, Moment, da sollte man aber vorsichtig sein mit GV, ne? Also dann denken, safer, ne? Alles safer, Sex. Ja, selbstverständlich. Klaus, nun sitzt hier die nette Lisa neben dir. Ja. Gib sie mir doch auch mal eben. Ja, kurzen Moment. Sehr gerne. Lisa. Ja, hallo. Ich grüße dich, schön, dass du auch mit mir reden möchtest. Ja, das so gern. Nein, es freut mich sehr. Macht dir das richtig Spaß, was ihr da entdeckt habt? Ja, schon. Ja? Ja. Aber war das nicht, ihr seid 39 Jahre verheiratet, bevor ihr das angefangen habt mit dem Partnertausch und mit dem Swingen, seid ihr euch dann immer treu gewesen, all die vielen Jahrzehnte? Ich schon? Klaus nicht so? Nein. Wie viel Mal ist Klaus fremdgegangen, jetzt Butter bei die Fische? Ich weiß von 3 Mal. Naja, aber du hast es großherzig ihm vergeben. Nein. vergeben kann man nicht direkt. Ja, ich erwähne es eigentlich nicht mehr. Wie lange liegt denn das schon zurück? Das letzte Mal 10 Jahre. Und das liegt dir immer noch so auf der Seele? Schon, ja. War das damals einmalig oder? Nein, das lief ein halbes Jahr. Ach so, ja gut. Steckt man nicht so leicht weg? Nö, das tut man nicht. So, jetzt macht ihr aber zusammen Schweinereien. Ja, ich habe gedacht, dann mal schauen, wenn er dann halt, mal sehen, vielleicht macht es mir auch Spaß. Und dir macht es Spaß? Ja. Ja. Ihr seid ja immer zu viert oder, Klaus hat es gerade schon angedeutet, seid auch schon mal zu fünft oder zu sechst? Eigentlich, nee, also da mache ich jetzt nicht mit. Nee, also eher zu viert, 2 Pärchen? Ja. Und ihr trefft euch immer in Wohnungen, ihr geht nicht in Clubs, in Swingerclubs? Nein, in Clubs nicht. In Wohnungen? Ja. Und beschreib mir mal, wie das so abläuft. Du hast jetzt also dieses eine Pärchen eingeladen und dann klingeln die und wie geht's dann weiter? Ja, dann wird ein Gläschen Wein oder Wasser oder Cola oder was auch immer zusammen getrunken und dann man beschnuppert sich, ob es passt. Ja. Ja, wenn es nicht passt, dann gehen sie wieder oder wir gehen wieder. Ach so, das sind dann auch schon mal Leute, Fremde, die ihr neu kennengelernt habt im Internet und mit denen ihr euch verabredet. Ja, wir haben dann telefoniert. Ja. So, dann kommt man rein, man trinkt ein Gläschen Sekt oder ein Gläschen Wein miteinander, beschnuppert sich und man merkt so, na, das könnte schon klappen. Wie geht denn das weiter? Wie noch seid ihr ja alle angezogen und ihr habt nur geplaudert. Was passiert dann? Ja, dann kommt der berühmte Punkt, wo einer anfängt halt und ja, wie ist es denn? Und fängt so ein bisschen an zu fummeln?
Ja. Dann sagt man entweder, nee, das ist dann doch wohl nicht so, aber ja. Oder man lässt sich halt drauf ein. Und dann zieht man sich so allmählich aus? So allmählich, ja. Und geht man dann ins Schlafzimmer oder macht man das alles im Wohnzimmer? Nein, manche Leute haben dafür ein spezielles Zimmer. Oh, habt ihr denn dafür auch ein spezielles Zimmer? Nein, wir nicht. Wo macht ihr das denn dann? Ja, im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ja, im Wohnzimmer sind die Couchen ja relativ schmal oder habt ihr eine Ausziehcouch? Ja. Ach so, wie praktisch. Dann wird die Couch ausgezogen. Genau, das ist dann das Startsignal. Hast du denn vorher auch ein paar Schnittchen gemacht, wenn man ein bisschen Hunger hat zwischendurch? Wenn die Leute nett sind, ja. Dann ja. Also ja. Dann macht man auch schon mal ein Päuschen zwischendurch? Ja, sicher. Ja. Aber es gibt dann auch immer Geschlechtsverkehr. Also so weit geht's dann schon, ne? Nicht immer. Nicht immer. Also es kann auch... Was passiert dann sonst so? Ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Ringelpiez mit anfassen und... Ja. Ja, je nachdem, was halt gewünscht wird, was sich jeder halt so wünscht. Ne? Verstehe. Wie oft kommt's vor im Monat? Alle paar Wochen. Alle paar Wochen. Ja, man muss jetzt nicht übertreiben. Freust du dich dann richtig drauf, wenn es dann wieder losgeht? Es kommt immer drauf an. Ist aufregend, ja gut. Und freut man sich eigentlich erst, wenn man dann sieht, es ist was. Es ist was. Wenn du dann siehst, dass Klaus mit einer anderen Frau schläft und Sex hat, wirst du da eifersüchtig? Nee, eigentlich nicht. Tornt dich das sogar ein bisschen an? Weniger. Es ist so okay. Ja. Man macht's dann halt so, man guckt sich das an und es ist okay. Ja. Ja. Ja, und das soll dann auch noch so weitergehen demnächst, ne? Jetzt habe ich es nicht gehört, der Klaus hat dazwischen. Ich sage, das soll demnächst auch noch so weitergehen. Also da gibt's. Ja, wie sich das so ergibt. Wie sich das so ergibt. Lisa, war sehr nett, mit dir geredet zu haben. Gib mir doch netterweise den Klaus nochmal. Dann mache ich. Sehr gerne. Ja, Domian. Klaus. Da wir gesehen haben oder erkannt haben und erlebt haben, dass immer mehr junge Leute den Zwillingen zugeneigt sind, ab 18 Jahre haben wir festgestellt in den Foren. Ja. Haben wir ein eigenes Forum gebildet, um die reifere Jugend zusammenzuführen. Kannst du das Aber für euch ist es wichtig, dass ihr euch mit Leuten trefft, die so ungefähr in eurem Alter sind. Richtig. Ja. Richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, wir machen einfach swingertyp.de und da treffen sich die reifen Jugend. Alles ab 50. Ich habe gerade die Lisa schon gefragt, ob sie eifersüchtig ist, wenn du mit einer anderen Frau. Wie ist es denn bei dir, wenn Lisa mit einem anderen Kerl vor deinen Augen? Nee. Macht ja auch nichts aus. Nein, Eifersucht ist tödlich bei dieser Sache. Das ist irgendwie nebensächlich. Eifersucht ist tödlich. Wir haben ein Pärchen gehabt, da wurde er eifersüchtig, also das ist fatal. Glaube ich. Ihr seid so lange verheiratet, habt ihr Kinder? Ja. Ja. Wie viel? Das sage ich jetzt nicht. Das sind nicht, aber es gibt Kinder, die sind wahrscheinlich auch schon... Die sind auch aus dem Gröbsten raus schon. Die wissen nichts davon. Nö. Was Mama und Papa da so machen. Nee. Weiß es sonst niemand aus eurem ganz nahen Umfeld? Nein. Definitiv kein Mensch? Nein. Also nur die, mit denen ihr euch da trefft? Ja, nur, ja genau. Wahrscheinlich wird die nahe Verwandtschaft vom Glauben abfallen, wenn die erfahren würde, was ihr da so treibt. Könnte sein. Da wollen wir mal hoffen, dass keiner von der Verwandtschaft heute Abend hier unsere Sendung hört und sieht. Genau. Ne? Weil an der Stimme könnte man ja doch erkennbar sein. Ach, die müssen alle arbeiten morgen früh. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß, man weiß es nicht so genau. Bin ich haben Sie Pech. Wann ist das nächste Treffen angesagt? Wir haben im Moment keine Termine, weil Urlaubszeit anfängt. Ach so. Aber jetzt so bei dem schönen Sommerwetter, so abends, laue Sommerabende, da kann man es sich doch eigentlich ein bisschen nett machen. Ja, wir machen ja nichts Outdoor, ne? Habt ihr denn alleine auch noch guten Sex miteinander oder eigentlich nur noch in der Gruppe? Na klar. Auch noch, läuft auch noch gut. Jo. Was will man mehr, Klaus? Ja. Was will man mehr? Ich beglückwünsche euch zu... Ihr seid doch jung und fit, ne? Absolut. Ja. Ich beglückwünsche euch, dass ihr das für euch so gefunden habt. Und ja, wenn das für bleibt euch... gesund und bleibt brav. Ja, wenn das für euch eine tolle Sache ist, dann genießt das. Ja, ich meine, du sollst auch brav bleiben. Nicht? Absolut. Grüße die Lisa nochmal herzlich ja, von dir. Ja, schick uns mal ein Kärtchen von dir. Sehr gerne, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht und langes Leben noch. Ja, wünsche ich euch auch. Tschüss. Danke, war nett mit dir. Ja, mit euch auch. Ja, tschüss. Klaus und Lisa.
So, ihr Lieben, in der Technik war Gero Kuntermann. Wir sind morgen wieder da um 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Morgen wieder mit einer offenen und freien Themenrunde. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Wie immer, da sind die Leitungen geschaltet. Da sind die Chancen auch gut durchzukommen. Und um 1 geht's dann hier los. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Schönen Nacht wünsche ich euch. Bis morgen. Ciao.